Hallo zusammen und ja, es geht weiter mit Fishing Planet mit dem neuen Update. Ihr seht schon, es soll um den amerikanischen Seesaibling gehen. Ja, der ist recht einfach zu fangen. Also ich habe eigentlich bis jetzt bei jedem Wurf einen rausgezogen und zwar, ja, schauen wir mal. Ihr nehmt einfach nur diese Bergspitze, die ihr seht, als Stütze. Dann geht ihr zu diesem dunkleren Baum, sage ich mal, und werft einfach nur in diese Richtung. Ich habe jetzt zwar das Equipped für ein höheres Level, aber ich schätze, es funktioniert auch mit niedrigeren Level und zwar mit jedem Shot müsste es funktionieren. Mit denen funktioniert es super eigentlich. Also einfach die Shots ausprobieren, es funktioniert auf jeden Fall und ja, es gibt einiges an XP und ihr seht schon, ich habe früher morgen probiert, ein bisschen die Zeit vorgespult, funktioniert genauso, also man kriegt den Kescher recht schnell wahrscheinlich voll, weil die Dinger 4 Kilo wiegen mindestens und es gibt knapp 250 XP hier pro Stück, ja. Also funktioniert super. Bei bewölktem Wetter würde ich mich einfach nur an die Zeiten hier halten. Also ab 5 Uhr würde ich angeln. Und nochmal ab 3 Uhr. Ja. Wie ziehen wir den Köder raus? Ich führe es euch einmal vor. Ja, Stop and Go natürlich. So wie die meisten Fische hier in Fishing Planet. Ich fange hier mit Geschwindigkeit 2 an. Es dauert zwar ein bisschen, bis der Köder absackt hier, weil es hinten ziemlich tief ist. Und ja, man wartet halt ein bisschen, bis der Köder absackt und dann Stop and Go. Man kann auch hier wahrscheinlich die Spoons benutzen. Ich würde jetzt Slam tippen, funktioniert wahrscheinlich genauso. Ja, und wie gesagt, ich habe bis jetzt bei jedem Wurf einen Fisch dran gehabt. Beißen circa bei 40 Metern. Ja, funktioniert. Ich hoffe, ich krieg gleich natürlich einen Biss. Nicht, dass das ein wieder hier Vorführeffekt wird. Oh, hängen geblieben. Bin ja noch gar nicht. Wie kommt's? Ja, wie gesagt, ich hoffe, es wird hier. So, jetzt sehen wir sind aus dem tiefen Wasser raus und ich stelle auf Geschwindigkeit 3 und Stop and Go. Und dann bleibe ich natürlich wieder hängen. Und es wird Vorführeffekt, ich sag's euch. Dass ich da jetzt keinen Fisch an den Haken kriege. Ich glaub's nicht, ja. Gerade bei 4 Würfen hintereinander kriege ich einen Fisch dran und jetzt nicht mehr. Das gibt's nicht. Ja, nicht schlecht. Muss schon sagen. Ja, es werden natürlich jetzt. Oh, da ist doch noch was. Es werden jetzt ein paar Videos folgen. Ich würde mich freuen über Kommentare von euch und. Ja, Kritik ist auch gesehen, gern gesehen. Sagt mir, was ich verbessern kann. Ich werde es probieren. Ja, ihr seht schon, hier. 5 Würfe, 5 Fische, top. Also kann man nicht viel falsch machen. Einfach nur diesen Baum. Da ist der Spot ungefähr. Man hat hier Nachläufer, ihr seht schon, der hat bei knapp 7 Metern oder so gebissen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und ja, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.